Tja, meine Lieben, der Corona-Lockdown hat wieder zugeschlagen und ich frage mich, ob es tatsächlich der letzte war oder ob wir uns noch auf weitere gefasst machen müssen. Und gerade jetzt trifft es uns natürlich in den Nagelstudios am schwersten, weil der November ist eigentlich so unser Hauptmonat neben dem Dezember, wo wir eigentlich unseren Jahresumsatz komplett reinholen, ja. So wie die Gastronomen an Karneval zum Beispiel oder es gibt ganz viele andere Beispiele. Ich möchte euch heute jetzt im Video 5 Tipps geben, um nach dem Corona-Lockdown, wenn eure Kunden vor Weihnachten zu euch ins Studio kommen, so effizient, so schnell wie möglich, ja, und so umsatzgebunden wie nur möglich zu arbeiten, dass ihr ganz viele Kunden in schnellster und kürzester Zeit trotzdem sehr professionell behandeln könnt. Also 5 Tipps, um nach der Corona-Krise trotzdem noch aus dem Weihnachtsgeschäft im Nagelstudio zu profitieren. Darum soll es heute gehen. Ja, meine Lieben. Ich bin's, der Frank. Heute gibt es wieder ein Video, ja, zum Thema Corona. Und ich weiß, ja, ich will jetzt nicht über politische Entscheidungen diskutieren oder ob was stimmig ist und was nicht stimmig ist, sondern ich bin immer der Meinung und der Auffassung, dass man positiv nach vorne schaut. Und ich will euch eben jetzt die wichtigsten Punkte erläutern, wenn die Kunden jetzt nach dem Lockdown so im Dezember wieder zu euch trudeln und dann natürlich für Weihnachten, für Silvester schöne Nägel haben wollen und ihr auch versuchen werdet, so viele Kunden wie nur möglich ja unterzubringen und aber trotzdem professionell zu behandeln, habe ich mal 5 Punkte für euch erarbeitet, die ganz, ganz wichtig sind, damit ihr schnell, effizient und sauber im Studio arbeiten könnt und dementsprechend natürlich im Dezember vielleicht noch ein bisschen das reinholen könnt, was ihr im November verloren habt. Erster Punkt ist, ihr braucht frische, neue, scharfe Aufsätze zum Abfräsen. Bitte, 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 ich sehe das bei ganz vielen Nageldesignerinnen immer wieder, dass sie so alte, abgemümmelte Aufsätze im Studio am Nageltisch haben, die dann gar nicht mehr richtig fräsen und dann sagen die Mädels immer, ach, das tut's noch jetzt und so. Nein, tut's nicht. So Aufsätze sollten nach regelmäßigem Gebrauch spätestens 3 bis 4 Monaten komplett ausgetauscht werden und ausgewechselt. Die nutzen sich ab und die werden auch nicht besser, wenn man die noch länger am Nageltisch ja aufbewahrt. Also es lohnt sich wirklich, vielleicht gerade jetzt in der Lockdown-Phase, mal seine Aufsätze im Nagelstudio noch mal so ein bisschen durchzugucken, ob die denn tatsächlich alle noch so gut sind. Und wenn nicht, um Himmels Willen, bestellt euch welche, dass ihr frische Aufsätze habt, um nach dem Lockdown loszulegen, weil dann werdet ihr merken, mit einem neuen Aufsatz lässt sich die Modellage natürlich viel zeiteffizienter, ja, vom Nagel entfernen und dann seid ihr auch schneller und Zeit ist Geld, Mädels. Tipp Nummer 2 ist der Tipp, dass ihr euch bitte nicht auf aufwendige Nagelformen einlasst oder damit aufhaltet. Ich weiß, manche Mädels tragen Stilettos und tragen mandelförmig und weiß der Kuckuck noch was. Versucht aber euren Kunden zu erklären, dass ihr gerade jetzt vielleicht nach dem Corona-Lockdown im Dezember, wo alle nochmal schöne Nägel haben wollen, ja, nicht unbedingt so viel Zeit habt, da jetzt noch so großartigen Schnickschnack zu machen. Ja? Also empfehlt zum Beispiel einer Kundin auch anstatt einer Mandel, die weitaus zeitintensiver ist zu feilen, vielleicht eine ovale Form, wo ich finde, die geht deutlich schneller. Also da müsst ihr am Nageltisch auch so ein bisschen entscheiden, was für euch schneller funktioniert, mit welcher Form ihr schneller zurechtkommt. Und dann würde ich mich da wirklich auf eine einfache, sehr schnelle Form konzentrieren und nicht auf irgendwelche aufwendigen Nagelformen mit, ja, gepinscht und mit Mandel und mit Edge und mit Stiletto und weiß der Teufel was. Mädels, wenn ihr im November, ja, jetzt das Studio zu habt und im Dezember noch mal ein bisschen ja, den Umsatz wieder reinholen wollt, dann habt ihr keine Zeit für so einen Ballerina-Zickzack-Quatsch da im Nageltisch, sondern ihr müsst effizient und schnell arbeiten.
Und effizient und schnell heißt einfache Nagelform, die ich schnell feilen kann und die ich ja sauber und gleichmäßig feilen kann. Gerade, abgerundet, oval, finde ich persönlich, geht am schnellsten. Also vergesst jetzt nach dem Lockdown zumindest für einmal diese ganzen Nagelformen und versucht euren Kunden einfach was Schönes, Elegantes, Klassisches, ja, und Zeitgemäßes anzubieten. Tipp Nummer 3 ist, wählt ein deckendes Aufbaugel. Und ich kann euch jetzt auch sagen, warum. Die meisten Kunden tragen momentan ein Farbgel. Die Kunden, die jetzt zu euch kommen nach dem Corona-Lockdown und kein Farbgel tragen, sondern die Nägel wirklich nur naturverstärkt haben, für die Kunden ist jetzt dieser Tipp 3 nicht geeignet. Aber für alle, die ein Farbgel auf der Modellage tragen, arbeitet bitte mit einem deckenden Aufbaugel. Ich nehme jetzt hier im Video das Bild in Mask von Veto Nails, aber ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt mit einer anderen Marke arbeitet oder so, ihr habt wirklich auch hier ein gutes deckendes Camouflage- und Aufbaugel. Warum solltet ihr mit einem deckenden Produkt arbeiten? Punkt A, ihr habt eine gleichmäßige homogene Oberfläche, auf dem ihr das Farbgel dann auftragt, und durch dieses ja bereits deckende Gel als Basis deckt natürlich auch jedes Farbgel umso schneller, ja, beim Produktauftrag. Ganz klar, wenn ihr ein Farbgel habt, was jetzt nicht so optimal deckt und ihr tragt es auf eine weiße Wand auf, würde das viel besser decken als auf einer transparenten Glasscheibe. Und genauso könnt ihr es auf dem Nagel, jetzt habe ich meinen Faden verloren, piep, nee, genauso könnt ihr es auf dem Nagel dann quasi auch wieder sehen, dass wenn ihr ein deckendes Modellagematerial unten drunter arbeitet, dass ihr dann ja eine höhere Deckkraft mit dem Farbgel habt und euch da dann auch wieder beim nächsten Punkt deutlich mehr Zeit spart. Also wenn die Kundin ein Farbgel trägt, ja, und jetzt nach dem Lockdown wieder kommt, nehmt ein deckendes Aufbaugel. Natürlich muss es auch ein Aufbaugel sein, mit dem ihr sehr gut zurechtkommt und was eine optimale Anhaftung hat. Das ist auch ganz wichtig, dass euch das dann nach dem Dezember im neuen Jahr, im Januar oder im Februar nicht mit Liftings wieder um die Ohren rumfliegt. Auch eine Möglichkeit, jetzt im Lockdown vielleicht an seinen eigenen Nägeln mal ein bisschen zu üben. Also ich würde euch das empfehlen. Nehmt ein deckendes Produkt, denn dann habt ihr, und da sind wir wieder bei Tipp Nummer 5, den ziehe ich jetzt vor auf Platz Nummer 4, also ist es Tipp 4, sind wir bei dem Tipp, nehmt deckende Farbgele. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe das immer wieder, dass sich Mädels mit Farbgelen rumquälen, die nicht richtig decken. Und dann wird es zwei- oder dreimal aufgetragen. Mensch, Kinder, wir sind im Jahr 2020. Es gibt mittlerweile, und da will ich jetzt nicht Schleichwerbung für meine eigenen Produkte machen, sondern das dürft ihr euch gern durchtesten, aber es gibt mittlerweile so viele gute deckende Farbgele. Ja? Und vor allen Dingen würde ich euch auch immer ein Farbgel empfehlen, weil die Farbgele sind meistens auch deutlich besser im Durchhärten. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Farbgel habt wie das von Veto, von mir selber, das sind alles sehr hochpigmentierte Farbgele. Wenn ich die richtig auftrage, kann ich die in einem Wisch deckend auftragen und die härten auch komplett gut aus. Ja? Und auf einem Cover-Untergrund, ja, wenn ihr den Nagel jetzt mit einem Aufbaumodellagegel gearbeitet habt, was sowieso die Nagelplatte abgedeckt habt, dann decken die sowieso bei einem Auftrag. Dann müsst ihr gar keine zwei Schichten auftragen. Das heißt, ihr habt dann auch wieder ja nicht nur eine Zeitersparnis, sondern auch eine Materialersparnis am Ende des Tages, Mädels. Das funktioniert aber immer nur, wenn man mit Farbgelen arbeitet, die wirklich gut decken, ja, die sich auch gut in einem Schritt auftragen lassen. Bitte versucht es mit einmal Lackieren, nicht mit UV-Nagellacken oder Shellacken oder Gellacken. Da funktioniert das nämlich nicht, weil Gellack, Shellack, UV-Nagellack, das sind so Produkte, die sind ganz anders chemisch eingestellt. Und wenn ihr die mal ein bisschen zu dick auftragt, ein bisschen zu satt auftragt, ja, oder versucht, die in einem Schritt deckend zu machen, dann kann es eben sein, dass die Blasen werfen, verlaufen oder meistens, und das würde ich jetzt mal sagen, die 99% der Fällen gar nicht richtig durchhärten. Ja, und dann kommen die Kunden auch wieder zur Reklamation. Also
probiert es aus, mit welchem Produkt es funktioniert. Mit meinen Farbgelen funktioniert es von V2Nails, deswegen empfehle ich euch den Tipp und Trick. Den Tipp. Jetzt hier im Video. So, und es wäre eigentlich Platz Nummer 5 gewesen. Jetzt ist es Platz Nummer 4. Dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 5. Da geht es ums Nachfeilen mit der Elektrofeile. Eine sehr, sehr zeitsparende und ja kosteneffiziente Möglichkeit, die Nagelmodellage nach dem eigentlichen Gel nachzuarbeiten. Und gerade in so einem Monat wie im Dezember, wo ihr vielleicht einen Lockdown aufholen wollt, wo ihr fürs Weihnachtsgeschäft so viele Kunden wie möglich im Nagelstudio behandeln wollt, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, vielleicht einzelne Schritte mit der Elektrofeile auszuführen. Das kann das Nachfeilen der Nagelränder sein. Das kann aber auch, wie ich es hier zeige im Video, das Nachfeilen der Nageloberfläche sein. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer unglaublich viel Zeit spart. Wenn ihr da noch nicht so versiert seid, dann ist jetzt vielleicht auch gerade jetzt die Lockdown-Phase die optimale Zeit, um sich da mal ein bisschen ja, zu üben, vielleicht auch seinen eigenen Nägeln zu üben. Ja. Vielleicht habt ihr auch ein Familienmitglied, ja, was aus eurem eigenen Dunstkreis kommt, wo ihr künstliche Nägel drauf habt, wo ihr das mal üben könnt. Ja. Also es muss ja immer unter Corona-Bedingungen, wie viele Leute darf man sehen, mit wie vielen Leuten darf man sich treffen. Aber vielleicht habt ihr da aus eurem privaten Umfeld jemanden, mit dem ihr euch sowieso treffen dürftet, wo ihr das mal ausprobieren könntet. Ja. Also nutzt diese Corona-Zeit auch sowas zu ja, verbessern, zu intensivieren und euch dort Kenntnisse anzueignen, die dann eventuell nach der Corona-Krise ja, einen schnelleren Arbeitsablauf generieren. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich nach diesem Lockdown da im Dezember nochmal wirklich versucht, das Beste rauszuholen, weil ihr wisst, es sind die umsatzstärksten Monate und ihr wisst ja, viele von euch haben da jetzt wirklich auch bluten müssen durch diese ganze Corona-Phase. Nicht nur Nagelstudios, ganz viele andere auch. Aber deswegen ist es natürlich hier optimal im Dezember, da wirklich nochmal das Beste zu versuchen. Ich drücke euch die Däumchen. Wenn ihr Fragen habt, bitte jederzeit gern unterm Video oder eben direkt in der Facebook-Gruppe Profi-Tipps für Nail-Stylisten, wo ich euch einlade, als Profi gern mal reinzurutschen. Dafür müsstet ihr euch aber vorher im Online-Shop bei mir anmelden. Der kommt hier auch irgendwo, dieser schwarze Button, V2Nails. Und wenn ihr dort registriert seid, dürft ihr automatisch in die Profi-Gruppe bei Facebook. Dort lade ich euch ein. Da mache ich nämlich ganz viele Live-Videos jetzt auch immer während der Corona-Phase. Ich glaube 4-5 pro Woche. Immer über den ganzen November hinweg. Also es lohnt sich da wirklich mal dabei zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spiel, Däumchen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und vergesst das Glöckchen nicht, das Glöckchen, Kinder, das Glöckchen müsst ihr drücken, weil sonst werdet ihr gar nicht informiert. Also drückt das Glöckchen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum neuen Video bei mir hier auf dem Kanal Profi-Tipps für Nail-Stylisten. Ich freue mich auf euch. Haltet ihr euch in Steif.